Ich grüße Sie ganz herzlich zu dieser Andacht im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Inhalt ist die Tageslosung für den 7. Mai 2020. Ich lese Ihnen aus dem Alten Testament Nehemia 9, den 17. Vers vor. Du bist ein Gott, der vergibt. Gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte. Der dazugehörige Lehrtext aus dem Neuen Testament unterstreicht diesen Vers. 2. Timotheus 2, Vers 13. Sind wir untreu, so bleibt er treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Von welchem Gott ist hier die Rede? Es ist der Gott des Himmels und der Erde, der Schöpfer aller Kreaturen. Alles, was ist durch sein Wort geschaffen. Es ist der Gott der Stammväter Israels, Abrahams, Isaaks und Jakobs. Es ist der Gott, der in Jesus von Nazareth Mensch geworden ist. Und er ist der Vater unseres Herrn Jesus Christus, an den wir Christen glauben. Dieser Gott, unser Gott, ist lebendig. Er spricht zu uns, durch sein Wort, die Bibel. Und er spricht zu uns persönlich. Jetzt, durch diese Andacht, durch seinen Heiligen Geist. Gott vergibt, ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte. Noch einfacher und umfassender steht das an einer anderen Stelle. Gott ist die Liebe. Seine Liebe und sein Erbarmen zu uns Menschen hören niemals auf. Die Bibel beschreibt von der ersten bis zur letzten Seite die Geschichte Gottes mit uns Menschen. Es ist eine unendliche Liebesgeschichte, in der Gott uns mit Liebe überschüttet und unendlich reich beschenkt. Diese Geschichte zeigt, wir erwidern diese Liebe nicht, sondern wir wenden uns ab von ihm, entziehen ihm das Vertrauen. Wir verachten unseren Schöpfer und beten an seiner Stadt Geschöpfe an. Er gibt uns seine Gebote, die uns den Weg zum Leben weisen. Wir aber beten zu selbstgemachten Göttern. Er offenbart sich uns in seiner Schöpfung. Wir verleugnen ihn und glauben der Evolutionstheorie. Er ruft und mahnt durch seine Propheten. Die meisten von ihnen werden umgebracht oder des Landes verwiesen. Zuletzt schickt er seinen Sohn, der uns zum Vater zurückholen will. Den verachten wir und schlagen ihn ans Kreuz. Zum Schluss erklären wir Gott für tot und missachten systematisch die Schöpfungsordnung dieses guten, liebenden Gottes. Wir drängen seine Gebote mit Füßen. Der Mensch als Gottes Ebenbild und Gegenüber geschaffen, hat sich selbst zum Gott gemacht. Und jetzt stehen wir da und wissen nicht, wie es weitergeht. Nur weil ein kleiner Virus, Covid-19, alles ins Wanken gebracht hat. Plötzlich erkennen wir, dass die Werte, auf die wir unser Leben gebaut haben, sehr schnell wertlos werden können. Plötzlich ist unsere Zukunft unsicher geworden. Was nun? Während der Corona-Krise musste ich an den Zauberlehrling von Goethe denken.
der unabhängig vom Meister handelt und dann erkennen muss, Herr, die Not ist groß. Die, ich rief die Geister, die werde ich nun nicht los. Gott sei Dank, für uns gibt es Hoffnung, denn Gott ist nicht tot, er lebt noch. Er hat sich nie verändert. Er ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er hat noch immer die Welt in seiner Hand. Auch Gottes Liebe hat sich nicht verändert. Er vergibt, ist gnädig, barmherzig, geduldig und nach wie vor von großer Güte. Und das Beste, sind wir untreu, so bleibt er treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Dieser treue, liebende Gott hat die ganze Welt in seiner Hand. Alles, jeder einzelne Virus ist in seiner Hand. Covid-19 ist für ihn kein Problem. Das hat er bewiesen durch Jesus Christus, der den Tod besiegt hat und auferstanden ist. Er sitzt zur Rechten Gottes und alles ist ihm untertan. Er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Die Engel und die Gewalten und die Mächte dienen ihm. Alles ist ihm untertan. Aus dieser Perspektive des Glaubens ist die Corona-Krise ein Ruf Gottes an uns. Er ruft uns zurück zu ihm. Er, unser Schöpfer, ist der Einzige, dem unsere Anbetung gebührt. Unsere ganze Liebe und Hingabe ist die angemessene Antwort auf seine Liebe zu uns. Lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Und heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt euer Herz nicht. Das geht doch nicht für mich, denken jetzt einige. Doch, das geht auch für dich. Gott sagt, höre Israel, der Herr ist unser Gott. Der Herr ist einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller deiner Kraft. Hier kannst du deinen Namen einsetzen. Manfred, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Wie kommen wir zurück zu Gott? Der Weg zu Gott hat sich auch nicht verändert. Er ist immer noch derselbe, ganz kurz. Demütige dich unter die allmächtige Hand Gottes. Beuge deine Knie. Erkenne ihn als den Herrn des Universums und deines Lebens an. Er hat dir das Leben geschenkt und bis hierher erhalten. Bitte ihm um Vergebung. Für was, sagst du? Für deine Gottlosigkeit. Alles, was wir ohne Gott tun und planen, was wichtig ist, ist gottlos. Bitte ihn um Vergebung. Sag allen deinen Götzen und Abgöttern ab. Und dann beginnt etwas ganz Neues. Etwas ganz Neues, über das du staunen wirst. Für das es sich zu leben und zu sterben lohnt. Amen. Ich spreche noch ein Gebet. Das muss ich dir, mein Gott, bekennen. Das rühme ich, wenn ein Mensch mich fragt. Ich kann es nur Erbarmen nennen. So ist mein ganzes Herz gesagt.
Ich beuge mich und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unseren Herrn. Amen. Thank you.